euch heute ein schönes Lied aus unserem Gesangbuch mitgebracht, 444. Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne. Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ich es schön finde, wenn auch Posaunen, Choräle und Melodien musizieren. Und bei solchen bewegten Melodien mit vielen Achtel ist das natürlich auch besonders anspruchsvoll. Ich gestehe, es gibt aber auch oft Trompeterinnen und Trompeter. Da hakelt es an dieser Melodie mehr, als dass es wirklich ins Fließen kommt. Und deshalb habe ich mir sie ausgesucht. Wenn wir so etwas machen wollen, eine Melodie spielen und eine kleine Phase in einem Stück, und das hakelt, dann müssen wir zuerst einfach gucken, welchen Sound wollen wir haben. Bei diesem Lied zum Beispiel. Oder. So soll es klingen, das ist die Dynamik, das ist die Klangfarbe. Und in diesem Bereich möchte ich nachher bleiben. Das nächste wäre dann, dass man überlegt und sagt, okay, wie kriege ich die Sprache ins Instrument? Das geht auch am besten auf einem Ton. Oder. Ihr merkt, da ist ein Auftakt drin, da ist eine Linie drin, da ist eine Art von Bewegung. Das ist nicht nur stur Achtel für Achtel angesprochen. Ich glaube fast, dass das der wichtigste Zwischenschritt ist, um schöne Melodien spielen zu können. Danach ist nur wichtig, dass ich sortiere. Do, di, ba, da, 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 bi, Posaunen rasch ziehen. Ventilinstrumente wirklich durchdrücken und dann aber so am Blasen bleiben. Und die ganze Zeit fließt euer Atem. Im zweiten Teil dieser Melodie gibt es ein paar größere Sprünge. Die do, do, da, 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 da. Ba, 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 di, du, du, du. Großer Ambitus. Es gilt aber genau dasselbe. Ihr könnt auf dem D probieren. Damit ihr sicher seid, auch in der Lage, das zu spielen. Oder auf dem A, mit dem es losgeht. Und dann rein in die Linie. Genau so. Wenn ihr so etwas übt, dann habt ihr eine gute Chance, bei nächster Gelegenheit von eurem Chorleiter oder eurer Chorleiterin gelobt zu werden. Oder, wenn ihr Chorleiterinnen und Chorleiter das übernimmt, habt ihr eine tolle Chance, dass euer LPB sagt, wow, Choralspiel macht bei euch Freude.